Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für NF-Marsch. Wir haben jetzt Montag. In 3 Tagen ist frohe Weihnachten. Falls ich vergessen sollte, wünsche alle frohe Weihnachten. Ja, schöne Gaben und Geschenke. Vor allen Dingen Gesundheit. Wir werden weitermachen jetzt mit der Ernte, mit Gerste. Wir beginnen jetzt in einer Aufnahmesession neu. Versuche jetzt am Stück 14 Folgen aufzunehmen. Und nachhinein zu bearbeiten, hochzuladen. Und morgen habe ich vor, nach Hause zu fahren. Für ein paar Tage Urlaub. Verwandtschaft besuchen. Ja, dann geht das wieder zurück und dann machen wir weiter. Aber um die Woche zu überbrücken, muss ich jetzt diese Folgen aufnehmen, die 14. Ich meine, die 14 mache ich sowieso immer auf, also in einem Tag normalerweise. Eigentlich am Freitag. Habe ich gestern nicht geschafft. In der Voraussicht, dass ich doch heute noch schaffen werde. Auch immer heute die Folgen schaffe. Und ungefähr. Ja, was soll das sein? 4, 3 Stunden am Stück ungefähr, schätze ich mal ganz grob. Und dann bearbeiten halt, ne? So, jetzt geht das. Schau mal hier. Hier waren wir fertig. Aber der ist nicht leer. Das heißt, wenn wir ganz kurz leer machen und dann geht es ja auf die. Können wir gleich auf die 14 fahren, glaube ich. Machen wir da die Ente weiter mit Weizen. Können wir gleich am LKW reindüsen und dann leer machen und dann schon mal starten auf der 15. 14 müssen wir noch arbeiten. Muss ich auch noch starten. Ich muss versuchen, die Folgen nach Möglichkeit stramm nach Plan durchzuziehen. Das heißt, keine Überlegungen zu machen, um zeitlich hinzukommen. Also nicht wundern, wenn ich stramm nach 15 Minuten mache. In grobe Richtung. Das ist keine Absicht in dem Sinne, wegen Zeitaufwand, nein, einfach den Zeit geben. Jetzt fehlt nur die Marsch, alles andere ist fertig. Touring ist fertig. 7 Day Ruby, oder wie das Ding heißt hier auch, bis Sonntag. Nächste Woche natürlich. Ja, und dann hier, ist eh fällig gewesen, ne? So, hier starten wir mal gleich links rum, also beginnen wir mit der Ernte gleich. Ein Stückchen, weil er macht immer das Stückchen halt nicht fertig. Und wir machen gleich, fangen gleich einmal hier an. Jetzt brechen wir mal einen Kurs. Für 15, also für 10 Hektar. Keine Feldwände, das ist gut. Das ist ein leichter. Ein Fahrzeug. Dann dauert die Berechnung nicht so lange. So, können wir gleich hier vorne starten. Ja. Und nur wenn Stroh kommt. Wir brauchen nicht Stroh. Macht er nicht. Na, das war jetzt komplett verkehrt. Da muss ich mich unbedingt die bauen Stroh. Genau. Das können wir nicht verschenken. Das ist ja halt für unsere Heizmittel halt, ne? Und für die Tiere halt. Da muss ich auch mal gleich mal schauen, ob bei denen alles läuft. So, den werde ich gleich. Entweder ist er voll gewesen oder wir müssen den gleich mal entleeren. Kaffeemusik ist gut zu hören. Der ist voll. Der hat keinen Kurs geladen. Hier kann auch der Helfer fahren, ne?
Ja, fahren wir vorwärts, wird schneller. Bei der Marsch habe ich, bei der Thüringen, da habe ich mir das einmal Mikrofon zwar nicht gehabt. Ein, zwei Folgen, glaube ich. Nicht so gut. Bin ich fast nicht zu hören. Ja, das passiert halt mal, ist mal diese berühmten Effekte. Ist aber schlecht. Muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das am besten hinbekomme. Das nicht zu vergessen. Weil ich habe es nämlich ein bisschen weiter weg vom PC. Mit so einem Arm. Und den muss ich wieder entsprechend zu mir ranziehen. Und der normalen Umstellung brauche ich ja kein Mikrofon und dann fliegt es weg. Die Anzeige unten rechts, die Temperaturen müsste eigentlich nicht sein. Immer gleich wegmachen, dann geht die Lenkung weg. Muss ich in der nächsten Folge gleich noch machen. Weil die Lenkung nicht garantiert. Das ist eine Bildschirmaufnahme, darum ist es dann noch zu sehen. Ich zeige die Temperatur der einzelnen Grafikkarte und CPU und Grafikkarte an. Das ist für mich eine gute, ja. Man muss es nicht haben, wenn man so. Das ist mit bei gewesen, ein kleiner Paket. So weit ist es gleich voll, die erste auch. Aber jetzt, wenn eine Maus auf dem Spiel ausgehe, dann ist die Lenkung wieder hinüber. Oh, schlecht. Dann werden wir gleich machen, sobald die Folge fertig ist. So, die laufen jetzt. Den. Doch gleich voll sein. So, der wird auch voll. Weizen ist jetzt erstes bei 50%. Mal schauen, ob ich noch einen Traktor habe mit Anhänger. Traktor findet sich garantiert. Aber Anhänger? Das GTP ist besser dafür. Er war halt ohne Pflege bleiben, ne? Anhänger, mal gucken. Das ist der gelbe, ja, der ist ein flach. Müssen wir uns einen kaufen. Hier haben wir ganz kurz auch umsteigen. Mit neuer Version 1.3. Habe ich mir gerade runtergeladen. Man sollte immer versuchen, aktuell zu bleiben. Aber wie gesagt, es ist nicht so unbedingt dringend erforderlich, weil im Grunde er korrigiert halt Fehler, die er findet halt. Aber es ist im Ganzen und Großen und Ganzen immer spielbar. Der eine oder andere meldet halt mehr Fehler. Die überprüft er halt und dann bei Vorhanden seiner Fehler wird es halt korrigiert. In bestimmten Wald sollen Bäume gefleckt gewesen sein. Kann ich so nicht bestätigen, weiß das nicht. War im Wald nicht. Und den Bäumen auch nicht gefällt. Von daher auch die 1.2 ist spielbar. Oh, hier ist eine neue Tafel dazugekommen. Ist halt, ha, ja, das ist ja alles so Dinge, die er macht. Ja, also, wo man Weihnachten mit unten rutscht, das ist schön. Das finde ich gut. So. So, brauchen wir einen Anhänger. Und zwar einen. Ich habe ja hier ein paar neue runtergeladen auf Mods. Bin mir nicht ganz sicher, Kramer Bandit. Die haben aktuell noch das Geld. Da gehen rein. 42.000. Kapazität können wir ein bisschen erhöhen. Das ist ganz gut. Hauptfarbe nehmen wir ruhig rot und original, denke ich mal. Standard. Ja.
Reifvariante. Wenn man auf dem Acker sind, breit reift immer besser. Weil, ja, wegen der Bodenverdichtung, ne? Ist hier beim Spiel, glaube ich, nicht so relevant. Da spielt die keine Rolle. Ansonsten hätten wir noch ein paar andere gehabt. Den zum Beispiel hier geht auch viel rein. Ja, es gibt so vieles, wenn man alles gefühlt gerade mal hat, gar nicht mehr alles nehmen kann, weil es einfach so viel ist. Man muss aber die Mods nicht haben, muss man dazu sagen. Die heutigen, die Originalteile vom Spiel und dann sind vollkommen ausreichend, man kommt damit klar. So, wenn wir weiter entleeren. So, drei Felder, drei Fruchtsorten, drei Fahrzeuge. Muss sein. Und wenn wir nur die Tiere anschauen, müsste aber eigentlich normalerweise genug da sein. Futter werden die auch genug haben. Auf jeden Fall werden sie genug Wasser haben. Auf jeden Fall. Geht ja automatisch im Notfall. So, da über durchfahren wir jetzt nicht. Ja, Ferkel wollen wir noch. Ja, wo steht der Bursche? Am Ende natürlich. Hat sich gereicht. Ja, ja, Arbeit noch. Der Lexikon ist auch leer, voll. Wie gesagt, durch rechts die Anzeige mal gleich weg. Sobald die Folge zu Ende ist. Hauptsächlich vergesse ich nicht gleich. Ich durfte euch schon mal was vergessen. Habt ihr Anregungen, irgendwelche Fragen, Kommentare? Immer rein damit in den Kommentaren. Kann sein, dass ich für Weihnachten und Neujahr nicht antworten werde, also weil ich schlechtweg nicht ins System reinkomme. Ende lässt bei mir zu Hause bescheiden. Aber das macht mir erst Sorgen, wenn ich nach Hause ziehe. Das wird sehr schwierig. Aber schauen wir dann 15 Jahre lang hin. So lange muss ich noch arbeiten. Ob ich nun will oder nicht. Na, hier ist gefährlich. Ich muss noch zurückfahren. Hier muss ich bleiben, bis er fertig ist. Wenn man noch erkältet, ganz schlecht. Gerade vom Urlaub, obwohl ich mir ein bisschen besser als gestern oder vorgestern. Weil meistens versagt die Stimme und Halsprobleme und ja, das Übliche halt, ne? Wir werden so lange wie die Ernte einfahren auf einspielen. Das ist einfach besser vor irgendwelche Ereignisse kommen wie Wetterumstellung. Hier werde ich auch später auf 3 Tage zurückgehen bei Seasons, weil es schlichtweg ja, mit 6 Tagen ist man eigentlich nicht ausgelastet. Obwohl man alle Produktionen machen will, dann ist man schon ausgelastet. Aber ich möchte aber eigentlich mein Hauptschwerpunkt eigentlich Landwirtschaft sein, wenige Produktionen. Und ich halte persönlich Produktionen teilweise für unrealistisch. Ist aber hier vom Spiel her nicht anders machbar, denke ich mal. Auch zeitaufwendig und so. Denn normalerweise wird so eine Produktion mehr Kosten und die müssen im Prinzip autonom arbeiten. Kursplan wird auch nicht aktualisiert. Das halte ich persönlich noch nicht für notwendig. Später wollen wir noch Mais machen. So, Raps ist voll. Wie gesagt, wir haben viel Arbeit.
Düngefahrzeuge sind auch irgendwo unterwegs. Hat immer richtig rum, das passt. Können wir gleich leer machen gleich. Hauptsache, kurze Frage, stimmt bei euch die Bildqualität aktuell? Ist eine Verflechtung zu sehen oder eine Verbesserung, glaube ich eher nicht. Ob das bemerkbar sich macht, dass wir Unkel haben von 60 auf 30 FPS. Das datentechnisch gesehen geringer, aber wenn die Verflechtung feststellt, bitte melden. So, dann sage ich hier mal viel zu mir winken. Ciao, ciao. Das war die erste Montagfolge. Ne? Eine kommt noch. Schaut nochmal rein. Ihr dürft, ihr könnt, ihr müsst nicht. Dann sage ich Tschüss und Winke, ciao, ciao. Bis zum nächsten Folge. Tschüss.